begleitet uns heute nach Epcot. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Heute ist der 3. Oktober und heute ist Tag der Deutschen Einheit. Das heißt, wir haben unsere Dirndls an. Ja, wir gehen jetzt Richtung Epcot. Wir können ruhig weitergehen, wenn ihr wollt. Und was haben wir heute geplant? Wir wollen uns heute das World Showcase auf jeden Fall genauer anschauen. Wir haben eine Reservierung im Biergarten und ja, werden noch Test-Track fahren. Ratatouille versuchen wir noch zu Genie Plus zu bekommen. Und eventuell nochmal eine Virtual Queue für Guardians of the Galaxy um 13 Uhr. Heute Morgen haben wir es leider ein paar Minuten verpasst. Und da muss man ja immer super schnell sein. Ja, ich nehme euch heute natürlich wieder mit und ich freue mich drauf. Ja, Epcot hatte ja am 1. Oktober 40. Geburtstag und es gibt noch das Merchandise hier. Die Leute haben am ersten Tag hier 3 Stunden angestanden, um sich das Merch zu kaufen. Ist schon schön. Hier gibt es so Mystery Pins, glaube ich. Ja. Es gibt auch ein Spirit Jersey. Es gibt für jedes Land gibt's einen Pin. Sorry. Gibt so eine Bluse. Hemd. Geldbeutel. Ja, hier sind die verschiedenen Länderpins, Japan. Natürlich auch Deutschland. Mexiko. China. Möchtest du dir den Jersey holen? Ja, aber so, hier gibt es noch so einen Becher. Trinkflasche. Gibt es auch noch mehr T-Shirts. Auch extra für Passholder. Also da vorne waren die für den Geburtstag. Hier werden gerade die Rochen gefüttert oder generell die Tiere. Ich muss gerade das Mikro drehen, damit ihr mich auch hört. Und der ist auf so einer Mickey-Platte da gelandet, ne? Ja. Ich glaube, das soll die zur besseren Stabilisierung sein oder so. Guck mal, jetzt sind die beide aufeinander. Der eine ist auf den Rochen geflogen. Aber im Meer haben die auch keine Mickey-Platte zur Stabilisierung. Was kriegen die denn dafür zu essen? Irgendwas Lebendes. Da, jetzt da. Kommt ein Schnaps. Teilte Richtung, ja. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wir machen jetzt Turtle Talk. Habe ich im Januar auch nicht gemacht, also bin mal gespannt. Das ist so eine Art Show. Jetzt kommt das Mickey-Ding wieder raus. Frag doch, für was es ist. Righteous, yeah! Oh, check it out, that dual 360 into the front side. Invert varial, dude! Well, check out all the humans in the human tank! Hello, human dudes!
They live. Check out all the grommet sublevel. Hello, little dudes. Focus, dudes. Alrighty, Randy, dude. We've got a little dude sitting in the front here rocking a green short sleeve shell with a lid on the noggin. Cha, dude, what's your name? Sammy. One more time? Sammy. Nice to meet you. Alright, dude. So, can you talk like a turtle? No worries, dude. I am here to teach you the ways. Alright, dude. Can you say totally? Nice. And now can you say sweet? Sweet. You're doing awesome. Can you jam those two words together and say totally sweet? Totally sweet. You did it, dude. Let's give it up for him, dude. Oh, Amy, dude, you totally shared a moment. Dudes, you know, that's why I'm here. I've got offspring myself, like Squirt. Dudes, he's always asking me questions. He's like, Dad, 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 what's up with the humans? And I was like, son, I do not know. So, dudes, check it. I came here to ask you questions about the human world, and in turn, you dudes can ask me questions about the turtle world. So if that sounds cool, say chaw. Turtle Talk mit Crush war wirklich sehr, sehr witzig. Ich mag aber auch Stitch Live bei uns in Paris sehr gerne. Die Interaktion mit ja, dem Charakter ist immer sehr, sehr witzig. Und da hat ein kleiner Junge gesagt, sein Lieblingsessen ist Subway. Ja, das fand sogar Crush sehr witzig. So, jetzt geht's zu Living with the Lands. Vitamins and minerals, while others are well adapted to growing in less than ideal conditions. Some, like the water lily, thrive in wet, swampy areas and waterways. All parts of this plant, even the flower petals, are edible. The starchy non-tropical plants may be as important as the bananas growing on both sides of the boat. Oh, it might. More than 28 million tons. While there are more than 50,000 edible plant species in the world, most of us. Um 14 Uhr haben wir eine Reservierung im Biergarten, All-You-Can-Eat-Buffet. Aber als kleinen Snack haben wir uns jetzt mal den vom 40. Geburtstag geholt. Den Figment Rainbow Snack. Und ja, Paris muss ich über... Also in Paris meckere ich nie wieder über die Preise. Das war jetzt 6 Dollar irgendwas für den Kuchen hier. Ja. Aber ich hoffe, er schmeckt. So, wir sind jetzt raus aus The Land. Der Kuchen war wirklich gut. War teuer, aber hat sehr lecker geschmeckt. So ein leichter Zitronengeschmack. Und ja, wir gehen jetzt zu Test Track. Ich zeige euch später nochmal. Ich habe gefühlt einige Pflanzen gekauft. Als wir aus Living with the Lands raus sind, gab es so einen kleinen Stand. Und da verkaufen die so Pflanzen in einem Glas, die dann da angezüchtet wurden. Und ja, da habe ich einige für mich gekauft und für meine Mama. Und die zeige ich euch dann mal später. Und wir haben heute eigentlich ja gar keinen, wir haben keinen Genie Plus für Ratatouille mehr bekommen. Aber wir hatten wieder Probleme eben mit dem Genie Plus von Sinan. Wir sind dann wieder zu Guest Relations. Und die haben uns dann zum Glück einen Genie Plus für Ratatouille dazugegeben. Das heißt, wir können heute auch noch Ratatouille fahren. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt geht's zu Test Track. Und da fällt gerade die Monorail über uns. Hinter mir seht ihr auch die Epcot-Kugel. Es ist so warm, aber heute sehr angenehm warm. Die ganze restliche Woche soll es tatsächlich auch noch so bleiben. Also der Hurricane hat alles Regen mitgenommen. Und bis zum Ende werden wir wahrscheinlich schönes Wetter haben. Ja, habe ich. Art des Fahrzeugs. Weiter. Weiter. Okay, das ist unser Auto. For your safety, remain seated with your seatbelt fastened and your hands, arms, feet and legs inside the vehicle at all times. And welcome to the Sim Drive. Yeah.
Displaying power test results. SimTrack performance testing complete. Daddy, won't you let me? I was gonna put Apple and have them. Nachdem wir jetzt eine Runde mit Testtrack gefahren sind, schauen wir uns jetzt mal die Länder hier genauer an. Vielleicht treffen wir noch den einen oder anderen Charakter auf dem Weg und gehen jetzt erstmal bis Deutschland. Denn bis dahin, wenn wir da sind, glaube ich, ist ja auch schon Zeit für unsere Reservierung im Biergarten. Ja, hier kann man Donald im Mexican Outfit treffen. Den habe ich ja im Januar schon getroffen. Der macht jetzt aber gleich Pause und kommt um 2.10 Uhr wieder. Da sind wir aber leider beim Essen. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja später nochmal. Kommen wir weiter. Jetzt kommt Norwegen, wo auch die Frozen-Attraktion natürlich steht. Die sind wir ja schon am Freitag gefahren. Und weiter geht's nach China. Auch ein sehr schöner Pavillon, muss ich sagen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sind in Deutschland angekommen. Hier gibt es aber erstmal Raclette. Was ist typisch deutsch? Schinkennudeln, Bratwurst und Apfelstrudel. Natürlich gibt es hier auch noch Riesling und Bier. Es gibt Gaffelkölsch, es gibt Schöffelhöfer, Pineapple. Habe ich bei uns auch noch nie gehört. Und Weinstefan Lager. That's good. Ach, ich muss mich gleich mal, ach du Jemini, hier ist ja, ja richtig am Glänzen hier. Ja, wir sind jetzt hier am Biergarten angekommen und warten auf unseren Tisch. Und dann gibt's Buffet. Ich bin sehr gespannt. Wir haben schon die ersten Cast, wenn man gehört, die Deutsch sprechen. Das ist ja jetzt wieder. Simon? Warte. Sorry. Can you repeat the name? Ronaldo, 32. Nee. Das war die davor. Das war gerade eine mit ja, auf jeden Fall ist das Programm wieder nach Corona gestartet, dass die Mitarbeiter aus den eigenen Ländern dann hier arbeiten. Richtig cool. Mal gucken, welchen Deutschen wir bekommen. Ja, wir sind jetzt hier im Biergarten drin und da ist sogar der Mond. Gleich fängt auch noch eine Show an, also wir haben eine richtig gute Aussicht. Und unsere Kellnerin ist natürlich deutsch. Und ja, hier gibt es standesgemäß Bier. Ich habe mir einen Schöffelhöfer bestellt. Becks, Warsteiner, König Ludwig, Weißbier, Jägermeister und es gibt auch Weißwein und Rotwein. Ja, der Rest ist Buffet, das zeige ich euch dann gleich. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was es hier alles so zu essen gibt. Es gibt Salat, Nudelsalat, Kartoffelsalat, Bohnensalat. Steht auch übrigens alles auf Deutsch da.
Gurkensalat, rote Beete. Ich weiß gar nicht, dass rote Beete so ein deutsches Ding ist. Wurst, Leberwurst, Käse, natürlich Laugenbrötchen, muss sein. Käse- und Biersuppe. Ja, Sauerkraut, verschiedene Wurstsorten, geröstete Kartoffelecken. Ist gut, dass man das jetzt hier einfach auf Deutsch ablesen kann. Gebratenes Hähnchen, Bohnen, Lachs, Meatballs in Rotweinsauce, also Frikadellen, Schweineschnitzel. Das sieht aber gut aus. Kartoffelsalat, warmer Kartoffelsalat. Okay. Rotkraut, das gibt es bei uns auch noch zu Festtagen. Spätzle, Sauerbraten, Schweinekrustenbraten. Also schon sehr, sehr deutsch. Ja, das ist sehr. Verschiedene Kuchen, Ananas, rote Grütze, Blaubeerstreuselkuchen, bayerischer Käse, Sahnekuchen, Schwarzwälder Kirschtorte, Brownie, natürlich Apfelstrudel mit Vanillesoße, Cookies. Hier ist wahrscheinlich noch die Kinderabteilung. Genau, hier gibt es noch Gemüse, Kartoffelpfannkuchen, Käsenudeln und Frankfurter. Ich glaube, da hinten ist nochmal. Ja, hier ist nochmal dasselbe auf der anderen Seite. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich schau mir mal meinen ersten Teller, bevor jetzt gleich die Show beginnt. Nein, das war nicht laut genug. Andy, was it loud enough? Nein. In Germany, if somebody says ticky-tack and ticky-tack, everybody shouts, hoi, hoi, hoi. It's loud, and then we all celebrate and drink together. Are you ready? Ticky-tack and ticky-tack. Hoi, hoi, hoi. Ticky-tack and ticky-tack. Hoi, hoi, hoi. Centuries ago, and still today, farmers use these cowbells. Wir sind weitestgehend durch mit dem Essen und ja, also ich würde jetzt nicht nochmal hierher kommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube es hat 48 Dollar gekostet, wir gucken, aber haben wir auch nicht die Rechnung bekommen. Und ja, das Essen ist besser bei uns in Deutschland, definitiv. Wir wurden alle satt und das war okay, aber muss jetzt nicht nochmal sein. Aber es war eine Erfahrung wert. Auf jeden Fall sehr witzig, wie hier so die Klischees alle erfüllt werden. Ich trinke jetzt noch meinen Schöpfhöfer, das war lecker. Aber das ist ja auch aus dem Fass oder aus der Flasche oder Dose, was auch immer. Das schmeckt gut. So, wir sind jetzt hier im deutschen, also wir sind im Merchandise-Shop. Den finde ich nicht schlecht, den Teppich. Den Teppich. Deutschland.
Natürlich gibt es hier Bierkrüge und so, also sowas wird keiner in Deutschland, glaube ich, anziehen. Vielleicht zur WM. Ist ja bald, Brina. Don't whine, grab a Stein. Also das könnte wow. schon mein Spruch sein. Wow. Guten Tag. I'm Doku for Germany. Also der Buch, der geht mir schon gut an. Der geht hier gut an. Ja, hier gibt's Brezel mit Deutschlandflagge, Glocken, Hosenträger. Also was halt in Deutschland keiner anzieht. Also die Hosenträger wird in Deutschland auch keiner anziehen. Münchner Hofbräuhaus. Gibt's ja auch Merch. Wow. So Hosenträger? Seit wann ist Mozart? Österreich. Hier ist eine Brezeltasche. Ja, deutsche Süßigkeiten. Haribos, Toblerone und Merci. Und hier, Werthers. Popcorn. Wir sind jetzt hier im Werthers Original. Und ich muss sagen, das riecht tatsächlich. Das soll so geil sein, habe ich bei der Tinkerelli gesehen. Ja, probieren wir. Habe ich bei Tinkerelli gesehen. Die sollen sehr gut sein. Immer Werthers Originale und die. Ja. Wer weiß, was die kosten. Ja, Werthers Original in allen möglichen verschiedenen Sorten. Karamell, Apfelfüllung, Vanillecreme. Also, ja, Mamba. Ich wusste gar nicht, dass Mamba sehr deutsch ist, aber Popcorn gibt es natürlich auch.
are you today? Are you good? Jumping around? Let's have a picture. Hi, ER. Are you good? Not so sad today? We are not sad today. Let's have a picture. Yeah? Ja, hier in Frankreich gibt es Kleider mit Minimaus. Aber irgendwie gefallen die mir 0,0. Das ist ein Spirit Jersey. Ohren. Kollektion.
So, für uns geht es auf Ratatouille. Im Prinzip ist es eigentlich, glaube ich, eine 1:1 Kopie wie in Frankreich, nur dass hier auch immer alles auf Englisch ist. Aber ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Suivez-moi, je vous prie. Le chef Ren is waiting for you. This way. Oh, here they are, baby. Les invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le repas idéal. Coco vin? Non. A simple omelette? Too simple. What? Mais oui, that's it! Gefahren und ja, es ist eigentlich 1:1 wie in Paris, nur dass die Effekte noch alle ordentlich funktionieren. In Paris ja nicht mehr so ganz. Und eine Sache ist mir aufgefallen, da saßen wir in diesem Rollwagen und ich glaube, die Szene oder diesen Effekt gibt es so in dem Sinne nicht in Paris. Aber sonst 1:1, sogar Französisch wird gesprochen zwischendurch. Ist ein schöner Ride, aber wenn man jetzt hier ist, kann man ihn auch auslassen, wenn man die Wartezeit sparen will, weil man hat es auch in Paris. Durch jedes Land einmal rund und hat ein bisschen gedauert, weil wir einige Pausen eingelegt haben, aber das ist völlig in Ordnung.
Und ja, wir sind durch und jetzt ist auch Zeit für unser Guardians of the Galaxy Virtual Queue Slot. Und ja, fahren wir zum dritten Mal. Ich freue mich sehr. Und ja, dann gucken wir eigentlich nur noch Feuerwerk. Ja, wenn nicht auch geplant. Ja, wir sind nochmal das dritte Mal und das letzte Mal wahrscheinlich Guardians of the Galaxy gefahren. Wir hatten leider wieder Conga, aber der Song macht echt Stimmung. Und dann haben wir uns Beacon of Magic angeguckt, die Show auf der Kugel. Und es war heute ein Special zum 40. Geburtstag. Wir laufen jetzt zum See zurück, um uns dann Harmonious anzugucken. Wird schon Zeit. Und dann macht der Park auch schon zu. Und ja, wir haben ja eigentlich eine Reservierung für Samstag für Epcot, aber wir versuchen tatsächlich das noch zu tauschen zu Magic Kingdom an unserem letzten Tag. Mal sehen, bisher hatten wir noch kein Glück. Drückt uns die Daumen, ansonsten müssen wir halt nochmal nach Epcot fahren. Das ist nicht so dramatisch, aber dann machen wir vor unserem Abflug Drinking Around the World. Genau, ja, also wir laufen jetzt zum See und dann gibt's Harmonious. Ich habe mir jetzt vor Harmonious noch was zu essen geholt. Das sind so Pulled Pork Wraps mit Salat. Und das sind irgendwelche Chips mit irgendeinem Dip. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dafür $10 bezahlt für beides zusammen. Spirit. Set the song inside you soaring, and the whole wide world will hear it.
sind wieder im Hotel angekommen, haben Harmonious geguckt. Ja, die Show ist abgesetzt in demnächst. Also es wird durch eine neue ersetzt zum 100. Geburtstag von Disney. Und ja, ist nicht so schlimm. Wenn man es nicht gesehen hat, hat man nichts verpasst. Wenn man was gesehen hat, hat man Zeit verschwendet. Ja. Genau, ich habe das jetzt schon mal zum zweiten Mal geguckt. War ich jetzt auch nicht dann nochmal. Ja, wir sind jetzt im Hotel angekommen, haben sowas zu trinken geholt, hatten einen sehr anstrengenden Tag in Epcot. Epcot ist halt riesig, man muss super viel laufen. Und sind dementsprechend schon kaputt und fertig. Ich trage schon meine neue Jeansjacke hier, was schon ein bisschen kühl war. Und ja, morgen geht's in die Hollywood Studios nochmal. Aber dann auch zum letzten Mal. Und wir hoffen und denken, dass wir zum letzten Mal jetzt in Epcot waren. Obwohl wir noch eine Reservierung für den Abreisetag haben. Aber die versuchen wir noch zu verlegen. Mal gucken, ob wir Glück haben. Aber Hollywood Studios morgen zum letzten Mal. Haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Schön das Biest gucken. Slinky Dog. Oh, Tower of Terror. Sowas. Und morgen sind wir im Star Wars Bound unterwegs. Also schaltet dann morgen wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und gute Nacht. Bis dann. Tschüss.